Sega. Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Sonic Generations. Ihr seht ganz richtig. Einige von euch, Entschuldigung, Sound, ihr wisst das ja bei mir. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum Sonic Generations? Ich dachte, jetzt laufen gerade Portal, Mystery Dungeon und Zelda. Ja, dem ist eigentlich auch so, aber letztens wollte ich einfach nur meine Playlist überarbeiten und ich frag mich nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es irgendwie geschafft, alle drei Projekte zu löschen. Ja. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Es werden jetzt zwei neue Projekte an den Start gehen. Das erste ist hier Sonic Generations, das andere will ich momentan noch mal überlegen. Und wenn eines von diesen beiden Projekten fertig ist, dann werde ich halt eines von den davorigen wieder aufnehmen. Ne, aber halt, damit es jetzt nicht ganz so langweilig ist und ihr das Ganze wieder von vorne durchkommen müsst, neues Projekt Sonic Generations. Gut, fangen wir erstmal an. Ja, mein Spielstand, egal, lass ich löschen. Bis dann. Oh, Fragezeichenzone. Sonic Generations war damals, das Geburtstagsspecial für Sonic, ich glaube, zum 20. Lasst mich lügen, zum 20. glaube ich. Wir spielen jedenfalls hier mal aus zwei Sichten. Einmal aus der des modernen Sonic und aus der des klassischen Sonic, wie ihr seht. Die Hintergrundgeschichte erfahrt ihr gleich. Aber gut. Oh, verdammt. Fragezeichenzone von wegen. Das hier ist die bekannteste Sonic-Zone überhaupt. Das hier ist die Grill Hill Zone. Green Hill Zone, Entschuldigung. Grill Hill Zone. Green Hill Zone. Ja, jeder Sonic-Fan sollte sie kennen. Das war die allererste Sonic-Stage aus Sonic the Hedgehog 1. Der einzige, muss ich sagen, leider klassische Sonic-Teil, den ich wirklich gespielt habe. Den Rest, also Sonic & Knuckles, Sonic the Hedgehog 2 und 3 sind irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber egal. Genießen wir erstmal diese wunderschönen, neu aufgearbeiteten Stages. Ich finde sie wunderbar, Leute. Ja, außer Omo-Chow, den hätten sie ruhig weglassen können. So. Sonic, ich bin ein riesen Sonic-Fan. Mir persönlich gefällt Sonic ja mehr als Mario, müsst ihr wissen. Und diese Stages, ach, ich finde sie so wunderschön. Es sieht einfach toll aus. Ach ja. Ich werde hier nicht versuchen, 100% schon oder sowas zu machen. Ich werde versuchen, nebenbei so ein paar rote Ringe einzusammeln. Ich habe jetzt bestimmt schon 10 Millionen wieder verpasst. Aber okay. Es wird einfach nur jetzt... ich will das Spiel einfach mal durchspielen, weil ich habe es ja Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und dabei ist es eigentlich mein absolutes Lieblings-Sonic. Mit Adventure 2 und wie hieß es? Ich komme gerade nicht drauf. Nicht Lost Worlds ist auch cool, aber ich meinte eigentlich ein anderes. Egal. Ich glaube, es war doch Lost Worlds. Oder? Na, egal. Jedenfalls Sonic Adventure 2 und Generations sind so ziemlich meine Lieblings-Sonic-Spiele. Und deswegen, weil ich es einfach lange nicht mehr gespielt habe, seid jetzt wieder dabei. Okay. Pfup. Ja, dieser Sonic-Teil hat jetzt nicht so die bewegende Hintergrundstory. Es kommt sowieso nicht an Adventure 2 ran, ne? Aber, naja, egal. Das werdet ihr gleich alles noch sehen. Und wir haben das Level jetzt geschafft. Perfekt! Badam! Ich bin auf den Rang gespannt. Ich habe ja jetzt nicht so gut gespielt, aber doch, Rang S, perfekt. Rang S kriegen wir übrigens nur, wenn wir durch ein Level gekommen sind, ohne dabei einmal zu sterben. Aber, naja, hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Also dann, weiter geht's. Hey Leute, was ist los? Schmeißt ihr etwa eine Party? Überraschung! Ah, wie nett. Dich kann man einfach nicht überraschen. Diesmal ist es dir aber gelungen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch, Sonic. Hoffentlich schmeckt's dir. Und wie? Die sind super lecker. Was?
nicht nett. Ja. Hilf uns! Sonic! Wo bin ich? Ja, Leute, das war so viel, so viel zur Zwischensequenz. Es ist also wie dieses Zeitmonster wieder da. Ich glaube, es kam aus, ich glaube, es war damals in Sonic Colors, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Sonic Colors, ich muss es leider gestehen, ich habe es noch nicht gespielt. Wird der Tag noch kommen. Aber, soweit ich gehört habe, gab es das schon damals. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Habt ihr es übrigens mitgekriegt, die deutsche Synchronstimmen? Ich glaube, es war wirklich das erste Sonic-Spiel, das deutsche Synchronstimmen hatte. Und das Coolste daran finde ich einfach, ich finde die deutschen Synchronstimmen nicht alle super, aber es waren die aus Sonic X. Kennt ihr den Anime Sonic X? Gäbe es diesen Chris in der Serie nicht, wäre das einer meiner absoluten Lieblingsanimes geworden. Der war mega geil und da haben sie die Sprecher von Sonic, Knuckles, Tails und Amy, weiß ich gerade nicht, ich glaube Amy auch, haben sie 1:1 übernommen, die von Robotnik übrigens auch. Finde ich super, finde ich total cool, das ist auch in Lost Worlds, glaube ich, so. Ja. Können sie ruhig öfter machen. Ich finde die gar nicht so schlecht. Also, die einzigen, die ich im Englisch, also Sonic finde ich in beiden gut, muss ich ehrlich sagen. Ich mag den deutschen Synchronsprecher von Sonic. Die einzigen, die ich besser finde, sind von Shadow, von Tails. Eigentlich nur von Shadow und von Tails. Von Knuckles, der geht eigentlich. Ich finde die gehen total in Ordnung. Aber gut. Ja, wir sind jetzt in einer, ihr seht's hier, in einer farblosen Umgebung. Keine Ahnung, was wir machen müssen, aber egal. Wir gucken uns einfach mal hier um. Wir können hier offenbar reingehen in die mysteriöse Zone Akt 2. Ich glaube, ich spoilere nicht, wenn ich sage, das ist die Green Hill Zone. Nur spielen wir die jetzt diesmal als moderner Sonic. Wir können jede Stage, es wurden hier neun Stages, wenn ich mich nicht ganz irre, und halt drei Boss-Stages oder vier Boss-Stages wurden neu gemacht. Und die kann man jetzt sowohl als klassischer als auch als moderner Sonic spielen. Und das finde ich doch sehr, sehr awesome. Auch wenn das Spiel schon ein bisschen älter ist, ich glaube 2010 oder 2011, bin mir gerade nicht sicher. Aber, naja, mir gefällt es immer noch, ich liebe es. Es ist wirklich mein absolutes Lieblings-Sonic-Spiel mit Adventure 2. Und was euch vielleicht aufgefallen ist, unten an der Aufnahmezeit, okay gut, die ersten Parts eines neuen Projektes sind immer so lang bei mir, aber ich habe jetzt vor, konstant 20 Minuten Parts zu machen. Mal gucken, ob ihr das gelingt, also ich finde einfach, ich schaffe in 15 Minuten zu wenig. 20 Minuten Parts wäre cool, wenn ich es schaffe, wir werden es sehen. So, ich finde übrigens die Green Hill Zone mit dem modernen Sonic so richtig cool. Oh, Brighton! Okay. Wir können, unten links, ihr seht die Turbo-Anzeige, die ich jetzt gerade benutze, dann werden wir halt noch schneller, als wir es ohnehin schon sind. Sonic Generations, einfach mal, warum ich dieses Spiel so gut finde, natürlich, es sieht wunderschön aus, keine Frage. Aber ich glaube, warum ich es wirklich gut finde, ist einfach, weil es sich wieder wirklich an dem Base-Konzept von Sonic orientiert. Oh, schön durch den Wasserfall durch. Und ich werde gerade erkennt in dieser Aufnahme, weil es zu dunkel ist. Egal. Jedenfalls, das Base-Konzept von Sonic. Es war, also klar, bei Sonic steht natürlich die Geschwindigkeit im Mittelpunkt, dass man einfach so schnell sein soll, wie es geht. Und halt cool durch die Level rushen soll. Haben sie in vielen Spielen leider ein bisschen vernachlässigt. Adventure DX und Adventure 2 waren natürlich super Spiele. Auch wenn mich Adventure DX 1 zum Rage-Quicken gebracht hat. Ihr habt gerade gesehen, wir konnten Tricks machen, die habe ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen vercheckt, tut mir leid. Wo war ich stehen geblieben? Genau. In Adventure DX 1 und 2, das waren super Spiele, die hatten auch noch dieses Base-Konzept, aber, dass man da so viele, zumindest Adventure DX 1, dass man da so viele Nebencharaktere spielen konnte, die alle ein anderes Gameplay hatten, das fand ich erstmal scheiße. Die gute Story fand ich super, ich finde, das Sonic-Spiel kann auch gerne eine gute Story haben, aber halt diese ganzen Spielmechaniken, das passt einfach nicht. Bei Sonic muss einfach nur schnell sein. Und das hatten sie auch in Sonic Heroes so gemacht, in Adventure 2. In Unleashed mit dem Werehog, das war sehr scheiße, wie ich finde. Die normalen Sonic-Level war cool, aber die Werehog-Level waren halt scheiße. Wow.
Und jetzt kommt sowieso mein Lieblingsteil hier bei dem Level. Njaum. Nee, noch nicht. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Bei Sonic Colors ging es wieder bergauf. Die Wisps. Oh mein Gott, dieses Wort. Fand ich auch noch ein bisschen unnötig, ne? Aber es ging. Ja, es gibt Schlimmeres. Und das ging wirklich ab da wieder bergauf, ich finde. Und Sonic Generations hat das perfekt gemacht, finde ich. Weil es ist da wirklich. Man kann zwar neben Minispiele machen, wo man sowas ja, sammeln muss oder so ein Scheiß, aber. Oh, wir haben es selber geschafft. So gefällt mir Sonic, wie wir es jetzt gerade machen, noch am besten. Einfach nur durchrushen und Geschwindigkeit genießen. Das ist das Beste, wie ich finde. Aber gut, wir haben es geschafft, wir haben mit Rang S. Wie gesagt, rote Münzen, oh mein Gott. Rote Ringe versuche ich jetzt nicht großartig zu sammeln, es wird kein 100% sparen. Ich versuche einfach mal, die Level durchzumachen und dabei möglichst Rang S zu kriegen. Wir lassen uns überraschen, Freunde. Aber gut. Danke, Sonic. Ich dachte schon, das war's. Körperlos in endloser Dunkelheit schweben. Ich werde wochenlang Albträume haben. Täusche ich mich oder kommt mir dieser Ort irgendwie bekannt vor? Ich weiß nicht. Sieht aus, als hätte man alles Leben und alle Farben herausgelöscht. Sehr merkwürdig. Nicht merkwürdiger als Flaschengeister aus magischen Büchern oder Aliens aus Vergnügungsparks zu retten. Ich mache mir eher Sorgen um unsere Freunde. Hey Sonic, ich habe dort drüben in der Ferne etwas gesehen. Gebäude oder so, aber sie sahen komisch aus. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Bin gleich wieder da. Wow, das ging ja wirklich schneller als schnell. Ich dachte, du wärst schon weg. Oh Mann, Tails kriegt aber auch gar nichts mit, ey. Gut, Green Hill Zone ist wieder hergestellt, wie ihr seht. Jetzt kommen die ganzen Farben wieder zurück und ja, nun kannst du zwischen den beiden Sonics wechseln. Drücke Y, um die Sonics zu wechseln und erkunde die Welt mit beiden. Ja, wir können halt jetzt mit dem Sonic spielen, wir können aber halt auch mit dem anderen spielen. Wobei mir der moderne Sonic besser gefällt. Den klassischen mag ich nur wegen, also ich mag den klassischen auch, aber das nur wegen einer Serie von damals auf Super RTL. Oh, finde drei, ja, Boss-Tor-Schlüssel, das machen wir gleich. Oh, da ist ein Chaos Emerald. Damals gab es auf Super RTL so eine Serie, die hieß Sonic Underground. Und die hatte den klassischen Sonic als Charakter. Und das, deswegen finde ich den klassischen ganz cool, aber sonst gefällt mir der moderne auch am liebsten. Die haben auch eigentlich nur einen Unterschied, ne, zwei Unterschiede. Der klassische Sonic hatte halt, also mal abgesehen davon, dass das eine 2D und das andere 3D ist, der klassische Sonic hatte halt den normalen Sprung hier und kann den Spin Dash machen. Und der moderne Sonic, der hat halt hier diesen Turbo und die Homing Attack, also das hier. Und ja, mir gefällt der moderne Sonic lieber, besser, so. Und das hier ist der Omo Chao Shop, da können wir uns halt Fähigkeiten kaufen. Die sind aber, ja, nicht so nützlich. Also der Mega Drive Controller ist ganz cool, weil dann können wir halt das allererste Sonic spielen, so wie es damals war, das finde ich richtig, richtig geil. Aber, naja, gut. Extra Leben, ja, okay. Das Einzige, was man wirklich braucht, sind immer diese Blitzschilde, diese Donnerschilde. Die kannst du hier gerade nicht kaufen, deswegen, ich werde den Fähigkeiten-Shop auch nicht benutzen. Lohnt sich irgendwie nicht. Was war das hier? Infokapsel, ja, okay. Ignorieren wir mal. Und ja, hier haben wir einen Sandungsraum. Wir können hier nämlich ja, uns hier diese ganzen Zwischensequenzen nochmal angucken. Wir können uns hier Illustrationen angucken, Musik und halt die Charaktere. Aber das ist doch alles nur Nebensache. Ich würde sagen, wir werden jetzt keine weitere Zeit verlieren, sondern mal in der Oberwelt direkt ins nächste Level gehen. Und zwar hier rein. Akt 2. Ja, wir können jetzt zwischen Ecken hin und her wechseln. Ich nehme jetzt mal den klassischen Sonic, immerhin ist das seine Stage. Das ist, lasst mich raten, Chemical, ich komme gar nicht auf den Namen. Nicht Chemical City oder so? Ich komme gar nicht auf den Namen. Die ist ebenfalls aus Sonic the Hedgehog 2. Und, die macht mir, ja, die macht schon Spaß. Oh mein Gott, ich komme gar nicht hoch. Generell, die Stages wurden sehr geil aufgelegt. Ich finde, die machen
egal welchen Sonic man spielt, es macht immer Spaß. Die gefällt mir hier mit beiden sehr gut. Mit dem klassischen noch ein Stück mehr, weil einmal Nostalgiefaktor natürlich. Oh, roter Ring. Und ich weiß nicht, spielerisch passt irgendwie besser. Meine Nase noch ein bisschen verstopft, ich glaube, das hört hier, tut mir leid. So, niau. Oh, verdammt, voll den Gegner gerast. Ich brauche Ringe, Leute. Ah, Ringe. Perfekt. Ich bin noch gar nicht sicher, wie lange dieses Let's Play gehen wird, also wie viele Parts es in Anspruch nehmen wird, jetzt wo ich auch... Wow. Oh, ich dachte, ich mache mir Schaden. Jetzt wo ich auch länger auf längere Parts mache. Aber ich schätze mal so um die 20 höchstens. Höchstens 20. Wird kein allzu langes Projekt. Finde ich auch ein bisschen schade, weil das Spiel ist... Ja, ein bisschen kurz. Das haben sie... Oh, noch ein roter Ring. Das haben sie damals halt so gemacht. Man kann ja... Es gibt ja Sonic... Sonic Generations auch noch für den 3DS. Und mit Ausnahme von der Green Hill Zone sind das nochmal komplett andere Stages. Es gibt aus den berühmtesten, Anführungszeichen, berühmtesten Sonic-Spielen gibt es immer eine neue Stage. Und das ist bei beiden Spielen das eine andere. Zum Beispiel gibt es eine aus Sonic Adventure DX. Die ist auf dem 3DS eine ganz andere. Aber, naja, wir spielen hier immerhin die Xbox 360-Version. Zack. Komm schon. Okay, okay, wir müssen erstmal hier auf die Dinger drauf. Komm schon, bevor ich noch ersaufe. So, okay, okay. Und raus hier. Zack. Oh, das war knapp. Und bam. Ah, ich liebe dies. Ich liebe Sonic. Ah! Macht mir deutlich mehr Spaß als Mario, muss ich sagen. Miau. Auch wenn ich nicht so gut bin in Sonic-Spielen, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur um den Spaß, nicht wahr? So, das Level ist gepackt. Sehr gut. Wie hieß die Stage jetzt nochmal? Aber wir werden es ja gleich sehen. So, Rang S, wunderbar. Ich sehe, das ist nicht schwer, Rang S zu kriegen, solange man nicht stirbt. Und selbst, also Rang A ist auch sehr einfach. Nun gut. Ach, Chemical Plant, genau. Chemical City, oh Gott. Chemical Plant, okay. Ach, wunderbar. So, und jetzt nochmal mit dem modernen Sonic. Ich freue mich immer sehr auf die modernen Sonic Level, weil ich die einfach besser finde. Ich spiele halt lieber 3D. Das regt mich ein bisschen an Sonic Lost. Oh, nein, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich ja eins jetzt wieder gespielt. Ich verspreche mich dauernd, ne? Ich muss das mal abgewöhnen, so schnell zu reden. Aber ich glaube... Na... Oh. Oh mein Gott, jetzt habe ich eine gleich ganz falsche Stage genommen. Leute, ignoriert das bitte. Es tut mir leid. Ich habe mich gerade irgendwie verdrückt. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich finde das ein bisschen bescheuert, dass die Namen da dran stehen, aber vielleicht habe ich jetzt auch, ist das ja nur passiert, weil ich gerade ins Level gegangen bin, dass die Namen da dran stehen, aber trotzdem noch Fragezeichen dahinter steht. Ach so, genau. Ach ja, ich muss ja Y drücken und nicht RB. Okay, spielen wir mit dem Dance Sonic. Genau, das regt mich ein bisschen an Sonic Lost Worlds auf, dass man dort noch so 2D-Passagen eingebaut hat. Ich weiß nicht, warum. Warum? 2D Sonic-Spieler haben jetzt so viele Spiele. Vor allem mit Sonic the Hedgehog 4 haben sie noch ein paar neue dazu bekommen. Und ich verstehe es nicht. Warum müssen die... What the fuck? Oh mein Gott, war das knapp. Warum müssen die in ein Sonic-Spiel, das offensichtlich eigentlich auf 3D ausgelegt ist, nochmal 2D-Passagen einbringen? Das ist... Ah, nee. Nee, das ist nicht meins. Ich bin wirklich für den modernen Sonic, für den dreidimensionalen. Den finde ich dann doch auch einiges cooler. Vor allem, weil die Level da irgendwie auch immer viel besser rüberkommen, ich finde. Wow, oh fuck. So Mist. Und ja, sowas hier schon wieder, 2D-Passagen, finde ich gerade mit dem modernen Sonic nicht so cool. Mit dem klassischen, okay, ist halt klassisch, ne, Nostalgiefaktor und so, aber mit dem modernen muss das nicht sein. So, zack, jaum. Ah, die Level sind so cool. So cool designt und alles. Ah, ich find's super. Ah, nein, 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 nein. Nein, okay. Okay, kein Problem. Ja, den roten Ring will ich noch haben. Okay, nein. Verdammt. Wow, das war knapp. Oh, ich will den treffen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Komm runter, so. Und, ah, verdammt. So, da oben drauf. Chemical Plant ist nicht gerade meine Lieblingsstage, aber egal. Meine Lieblings-Sonic-Stage of all time ist natürlich auch hier drin vertreten und
Ich denke, dass es nicht nur meine Lieblingsstage sein wird. Aber auch dazu später mehr. Miau. Oh ja, die freien Falllevel mit den modernen Sonic sind auch immer sehr cool. Miau. Ich liebe dieses Spiel. Es ist wunderbar. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen gefailt mit dem Ducken. Ah, wir fallen in die pinke Suppe. Ich glaube, nach diesem Level mache ich mal Schluss mit dem Part. Für den Part. Ich mache nicht Schluss mit dem Part, sondern für den Part. Oh Gott. Meine Deutschlehrerin hat mir jetzt wieder angesemmelt. Okay. Njaum, zack. Das ist so geil, wenn wir richtig schnell rennen können, über das Wasser laufen. Ich liebe es. Das sind so Sachen. Dafür liebe ich das Spiel. Gut. Njaum. Ich habe mich geplant. Ja, ich habe Sonic the Hedgehog 2 und 3 nie so wirklich gespielt. Deswegen kann ich nicht so wirklich viel zu der Stage sagen. Ich kenne sie halt jetzt nur aus Sonic Generations. Und da machen sie mir schon Spaß, aber mir für den modernen Sonic hat mir die Stage einfach zu viele 2D-Passagen, wie ich finde. Ah, Flauch. So. Ah, an die Spinne bin ich nicht mehr gekommen. Schade, schade. Oh, verdammt. Ja, rote Ringe suchen mache ich wirklich nicht, weil das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Da brauche ich wahrscheinlich auch mehr als ein Leben. Oh, das Wasser steigt. Verdammt! Was Sonic in 20 Jahren schon immer noch nicht gelernt hat, ist zu schwimmen. Aber egal. Oh, wie es alles brennt. Wow. Miau, mach Mann. Ich hätte natürlich Homing Attack drücken sollen. Das ist das Problem. Ich kann nicht so schnell reagieren und gleichzeitig kommentieren. Egal. Boah, das sieht so geil aus. Ich liebe das Spiel. Zack, zack. Oh, verdammt. Wuhu. Njaum. Es sieht so awesome aus. Komm schon. Nein, ich wollte da hoch. Ich wollte doch nur da hoch. Oh. Komm, durch die Dinger noch. Nein, 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 nein. Durch die Trickringe muss ich jetzt durch. Das muss sein. Zack, njaum. Und geschafft. Und wieder ein S-Rang. Wunderbar. Sonic eben wieder am Breakdancen, voll cool. So, weiter geht's. Sonic! Tails! Diese Chemiefabrik kommt mir bekannt vor. Ein Geruch wie diesen vergesse ich nie. Und dieses rosa Wasser macht mich richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Tails. Ich habe hier auch ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Ja, ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. So, Chemical Plants wiederhergestellt. Ich find's cool, dass sie manchmal so Andeutungen auf ältere Spiele machen. So wie vorhin in der anderen Zwischensequenz. Du hast mich gerettet, Sonic. Ich dachte schon, ich könnte nie wieder mit dir flirten. Oh Gott. Wunderbar. Amy, ey, finde ich ebenfalls eine der unnötigsten Charaktere überhaupt. Genau wie Tails. Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche ist wie aus Sonic X. Die hört sich so ein bisschen piepsiger an als damals. Naja, gut. Leute, das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich gucke auf die Aufnahmezeit. Ja, okay. Reicht für diesen Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß in diesem Projekt. Ne? Tut mir leid wegen den anderen Projekten. Ich hole die nach. Keine Sorge. Ich verspreche auch, ich werde nie wieder einfach jetzt Projekte abbrechen. Wie ich es leider schon viel zu oft getan habe. Ja. Aber das ist ein Versprechen. Das werde ich einhalten. Keine Sorge. Also, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne bewerten und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal und ciao.